Blau-Rot TV nach dem Sieg gegen Velbert mit einem glücklichen Alexander Vogt. Ich habe eine super zweite Halbzeit vor allen Dingen gesehen. In den ersten 5 Minuten ist mir ein bisschen Angst und Bange geworden und dann hatte ich so das Gefühl, die Mannschaft zieht sich so ein bisschen raus aus dem Schlamassel. Ging so ein richtiger Ruck durch. Auch die englische Woche hat uns vielleicht auch ein bisschen in die Karten gespielt, dass Velbert nicht mehr ganz so stark war, aber wir haben sie eher hinten reingedrängt. Ja, war eine schwere Aufgabe. Aber nicht, weil es Velbert war, sondern einfach auch für den Kopf. Weil unter der Woche viel auf die Mannschaft eingeprasselt ist und auch letztes Wochenende. Aber die Mannschaft hat, wie du schon richtig gesagt hast, sich da selber rausgezogen. Hat in der ersten Halbzeit noch nicht so sauber gespielt nach vorne, wie ich das gerne gehabt hätte. Wir gehen zwar in Führung wieder, aber haben danach nicht so sauber nach vorne gespielt. Aber dann im Laufe der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft sich freigeschwommen. Ich glaube, das kann man so nennen. Ist dran geblieben, auch mit der Unterstützung natürlich, ist dran geblieben, ist vorne drauf gegangen weiterhin. Hat sich viele gute Situationen erspielt und ich glaube, am Ende ist es verdient auch. Du sagst, es ist viel eingeprasselt auf die Mannschaft. Auf dich ist auch ein bisschen eingeprasselt. Wie wichtig ist es für dich und wie glücklich bist du jetzt? Ich bin glücklich, dass die Mannschaft sich belohnt hat für den Aufwand. Meine Person ist dabei völlig uninteressant. Ich mache hier meinen Job, ich mache meine Arbeit jede Woche gleich mit dem gleichen Einsatz. Und ich hoffe, dass die Leute das anerkennen, dass die Mannschaft auch gut damit zurechtkommt. Wir kommen gut miteinander klar. Insofern, also ich mache meinen Job ganz normal weiter und auch genauso nächste Woche weiter. Hat Pascal Talarski uns auch bestätigt, dass ihr sehr gut miteinander klarkommt. War mal kurz bei uns oben oder länger sogar als geplant. Der hat es gut gemacht heute. Ja, wir haben vor allen Dingen Levan Kenia, habe ich gesagt, in der zweiten Halbzeit. Der ist ja so giftig geworden, der wollte das Spiel unbedingt gewinnen. Ne? Und hat es auch super vorbereitet beim 2-1. Du siehst halt immer bei Levan die besondere Qualität, die er hat. Ne? Das ist nicht nur das Fußballerische, sondern einfach auch seine Mentalität. Zu merken, in den Situationen, muss ich vorweg marschieren, gerade mit seiner Erfahrung auch, und das tut er auch. Nicht das erste Mal, hat er gut gemacht. Younes Mouadene, habe ich gesagt, ist ein guter Einwechselspieler, der ist immer sofort da, war er dann auch. Ne? Da stand endlich mal einer im Rückraum. Wir hatten vorher schon 2-3 Situationen, wo 2-3 ganz gute Pässe in den Rückraum gespielt, weil leider keiner da war. Die Sache ist natürlich, die Story dazu ist natürlich auch lustig. Ne? Ich meine, ich habe Younes letzte Woche eingewechselt und wieder ausgewechselt. Das ist für einen Spieler sehr, sehr bitter. Ich musste das auch schon als Spieler am eigenen Leib erfahren. Das ist nicht besonders schön, aber wir haben gesprochen. Und ich habe ihm vor der Einwechslung gesagt, er kann es mir heute beweisen, dass er es besser kann und auch der Mannschaft zeigen, dass er es besser kann. Ja, ist auch ein bisschen Glückssache. Freut uns dann auch, für ihn besonders. Dann hatten wir noch ein Standardtor, nochmal eine Ecke nach hinten gespielt, reingeflankt und Tor. Hatten wir letzte Woche schon. Sind das einstudierte Varianten? Ja, wir trainieren das. Wir trainieren das jede Woche. Wir haben 2-3 Varianten, zu viele wäre auch Blödsinn. Einstudiert, da ist eine dabei, dass wir auch den Rückraum im Auge behalten, wenn es denn geht. Ja, es hat funktioniert, zum Glück. Super. Ja, jetzt statt 10 Punkten Rückstand haben wir nächste Woche die Chance in Meerbusch auf einen Punkt an die Velberter wieder ranzurücken, weil sie jetzt folgerichtig nach uns auch mal spielfrei bekommen. Wie beurteilst du das? Ihr müsst dieselbe Leistung von heute wieder auf den Platz kriegen. Kriegen wir das hin? Ja, ich meine, wir haben mit Sicherheit schon schönere Fußballspiele gesehen, so über 90 Minuten, auch was das Fußballerische angeht. Aber die Mannschaft hat die Messlatte sehr, sehr hochgelegt, was das Läuferische und Kämpferische angeht. Selber für sich hochgelegt und drunter geht es nicht mehr. Und ja, das müssen wir in Meerbusch auch bringen, da gibt es ja gar keine zwei Meinungen. Und dann kommt auch das Fußballspiel wieder. Also ich habe heute für meine Begriffe ein sehr gutes Oberligaspiel gesehen, haben ja auch sehr viele Leute bestätigt, die bei Sport Total mitgeguckt haben. Also war ein hohes Niveau. Ja, es haben schon zwei gute Oberligamannschaften gegeneinander gespielt. Das konnte man schon sehen, klar. Wir können es noch besser. Das ist, glaube ich, eine gute Nachricht. Wir können noch besser fußballerisch spielen. Aber wie gesagt, erstmal kommt Laufen und Kämpfen. Und ich habe der Mannschaft vor dem Spiel, das kann man ja auch mal sagen, einen Spruch gesagt. Der Kalle war unter der Woche beim Training. Und Kalle hat gesagt, Laufen, Rennen, Gewinnen. Und das haben wir gemacht heute. Super Schlusswort. Danke dir sehr. Glückwunsch zum Sieg. Danke. Entspannte Woche. Danke.